Der Flughafen Egelsbach ist der mit Abstand größte nicht kontrollierte Flugplatz in Deutschland und hat mehr Flugbewegungen als so mancher kontrollierter Flugplatz. Damit der Flugplatzverkehr trotzdem flüssig und sicher abgewickelt werden kann, wurde eine in Deutschland einzigartige Verfahrensstruktur entwickelt, die auf den ersten Blick tatsächlich sehr komplex erscheint. Deswegen möchten wir die Verfahren im Flugplatz Egelsbach aufarbeiten, damit ihr sicher und souverän den Flugplatz anfliegen könnt und werden feststellen, dass diese gar nicht so kompliziert sind wie gedacht. Also viel Spaß mit dem Video und los geht's! Der Flughafen Egelsbach ist ein unkontrollierter Flugplatz, welcher sich nur wenige Kilometer vom größten Flughafen Deutschlands, dem Frankfurter Flughafen, befindet. Durch die direkte Angrenzung an die Kontrollzone Frankfurt verlaufen nahezu alle Anflugströme aus südlicher und östlicher Richtung. An- und Abflüge aus dem Nordwesten benötigen eine Freigabe durch die Kontrollzone Frankfurt, doch dazu werden wir später noch kommen. Eine weitere Besonderheit durch die Lage im Rhein-Main-Gebiet ist die hohe Quote an High-Performance-Aircraft, die HPAs. Bei diesen Flugzeugen handelt es sich um Jet- oder Turboprop-Flugzeuge, welche eine höhere An- und Abfluggeschwindigkeit benötigen bzw. haben als der übliche Platzrundenverkehr. Diese werden durch den Bereich, der hier rot schraffiert ist, an- bzw. abfliegen. Durch den Luftraum Charlie des Frankfurter Flughafens verlaufen alle An- und Abflüge in einer maximalen Höhe von 1500 Fuß. Diese Höhe ist unbedingt einzuhalten, da hohe Geldstrafen drohen, falls ein Einflug in den Luftraum Charlie stattfindet. Diese Höhe birgt jedoch auch Gefahren. Aufgrund der hohen Verkehrszahlen von VfR-Fliegern im Rhein-Main-Gebiet fliegen alle Luftfahrzeuge in der Nähe des Flugplatzes in 1500 Fuß. Somit besteht in der Nähe kaum bis keine vertikale Staffelung und es ist unbedingt herauszuschauen, um horizontale Staffelung zwischen den verschiedenen Fliegern einhalten zu können. Dieses Jahr wurde die Situation leicht entschärft, indem 2500 Fußgebiete am Rande etabliert wurden und somit der 1500 Fußbereich ein bisschen verkleinert wurde. Dies können wir hier zum Beispiel sehen. Hier haben wir einmal eine 2500 Fußgrenze, was ehemals 1500 Fuß war. Und auch im östlichen Bereich wurde die Situation leicht entschärft. Zu den geografischen Gegebenheiten ist zu sagen, dass sich südlich des Flugplatzes die Stadt Darmstadt befindet, wo man versuchen sollte, die Stadt natürlich nicht zu überfliegen aufgrund von Lärmschutzbedingungen und Lärmschutzverordnungen. Auf der anderen Seite haben wir jedoch auch südöstlich von Darmstadt den Odenwald, welcher auch ziemlich hoch ragt und somit hat man tatsächlich manchmal keine andere Möglichkeit, als über die Stadt Darmstadt zu fliegen. Jetzt möchten wir erstmal ein bisschen was zum Flugplatz erzählen. Wie schon vorhin gesagt, handelt es sich bei dem Flugplatz Egelsbach um einen unkontrollierten Flugplatz, was bedeutet, dass der Flugleiter keine Freigaben aussprechen kann, sondern nur Verkehrsinformationen erteilen darf. Da der Flugleiter ein Radar hat, dies jedoch nur zu Informationszwecken nutzen kann, wird er auch einen Gruppentranspondercode zuweisen, den er nutzen darf. Dieser lautet den üblichen 4441 im Mode Alpha, welchen ihr auch in der AIP finden könnt. Durch den Status eines unkontrollierten Flugplatzes sind Positionsangaben der Piloten weiterhin essentiell, wie an einem üblichen unkontrollierten Flugplatz, um sich gegenseitig zu staffeln. Somit solltet ihr jederzeit Positionsangaben geben, damit sich auch die anderen Piloten ein Bild von der Verkehrssituation machen können. Wie an einem großen Flugplatz üblich, arbeitet der Flugleiter zum Beispiel nicht alleine, sondern er arbeitet tatsächlich in den Peakzeiten zu zweit. Wir haben auf der einen Seite den Flugleiter, der sich um die Start- und Landebahn und um den fliegenden Verkehr kümmert. Das ist Egelsbach Info, das Pendant zu dem Turm. Und auf der anderen Seite haben wir auch einen Flugleiter, der sich um die Vorfeld- als auch Rollbewegungen kümmert. Das ist Egelsbach Apron oder auf Deutsch Egelsbach Vorfeld. Dieser darf natürlich nicht Rollkontrolle genannt werden, da er sonst mit einem kontrollierten Flugplatz verwechselt werden könnte. Nun möchten wir die verschiedenen Lufträume des Flugplatzes Egelsbach aufdröseln. Wir fangen an mit der ATZ, die Aerodrome Traffic Zone.
Luftfahrzeuge, die in diesem Bereich fliegen, müssen die Absicht haben, am Flugplatz Egelsbach zu starten oder zu landen. Somit sollen Überflüge vermieden werden, damit der Platzrundenverkehr nicht gestört wird. Hierzu gibt es jedoch eine Ausnahme laut AIP. Möchte man durch die Kontrollzone Frankfurt fliegen, führt eine Strecke, die wir uns später noch anschauen, durch die ATZ. Die RMZ und TMZ-Pflicht bleibt natürlich weiterhin bestehen. Dann haben wir die RMZ. Funkkontakt muss hergestellt werden. Der Name ist selbsterklärend. Wie früher bei den Flugplätzen mit Luftraum Foxtrot, welche es seit einigen Jahren nicht mehr gibt, muss eine Funkverbindung in dem Bereich mit Egelsbach Info aufgenommen werden. Und dann haben wir last but not least die TMZ. Hierzu habe ich bereits ein Video gemacht, welches ich euch verlinke. Ihr müsst einen Transponder mit Mode Alpha und Charlie an Bord haben, der also auch die Höheninformationen ausstrahlt, und diesen unaufgefordert auf Transponder 7000 schalten. Den Gruppencode, welcher der Flugleiter zuweisen kann, soll nur auf Anforderung des Flugleiters gerastet werden. Also nicht von selbst den Code automatisch auf 4441 bitte stellen. Damit der Verkehr nicht kreuz und quer zum Flugplatz fliegt, wurden verschiedene Anflugströme und Abflugströme etabliert, damit der Verkehr ein bisschen kanalisiert wird. Diese werden abhängig von der Runway in Use als An- und Abflugstrecke auch genutzt. Insgesamt gibt es 5 An- und Abflugströme, wobei die Yankee-Route nur für die High-Performance-Aircraft genutzt werden soll. Somit bleiben für uns, für die übliche General Aviation, nur noch 4 Routen übrig, wovon 2 immer für den Abflug und 2 immer für den Anflug genutzt werden. Bei Runway 26 schaut das dann so aus, das wäre die Yankee-Route, nur für den HPA-Anflug. Dann haben wir die Anflugstrecke Kilo und Echo und die Abflugstrecken Delta und Tango. An den Namen könnt ihr auch immer direkt schon bereits erkennen, dass für Runway 26 ein Track von 336 gefordert ist, also führt es zum Flugplatz, also ist es eine Anflugstrecke, und bei Runway 08 wird die Strecke als 156, also als Abflugstrecke genutzt. Wir möchten uns aber trotzdem alles nochmal zusammenfassen. Für die Piste 08 schaut das dann so aus. Yankee ist für den HPA-Anflug gedacht. Entschuldigung, für den Abflug. Und die Delta-Strecke wird üblicherweise für den HPA-Anflug genutzt. Und dann kommen wir noch zu Delta und Tango für die üblichen General Aviation-Anflüge. Und Kilo und Echo für die General Aviation-Abflüge. Wie die Anflug- und Abflugrouten ausschauen und wie ihr diese erkennen könnt, dazu möchte ich später noch mal ein bisschen näher drauf zukommen. Da ihr keinen freigabepflichtigen Luftraum befliegt, benötigt ihr, wie auch schon gesagt, keine Freigabe für die An- und Abflugrouten. Es genügt die Mitteilung an den Flugleiter, wo ihr langfliegen werdet. Die An- und Abflugstrecke ist einfach dem Flugleiter zu nennen, und wenn er dann was dagegen hat, wird er euch das schon sagen. Denn der Flugleiter darf den Einflug in die ATZ aufgrund der Verkehrssituation laut AIP zeitweise verbieten. Also wenn er der Meinung ist, dass gerade zu viel Verkehr ist, wird er euch den Einflug verbieten, um die Sicherheit zu gewährleisten, was seine Aufgabe ist. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung solltet ihr natürlich auch den Flugleiter unterstützen, und falls dieser euch zum Beispiel eine andere Abflugroute fliegen lassen möchte. Aber wie gesagt, ihr seid weiterhin für die Bewegungslenkung zuständig, und falls es Gründe gibt, die dann dagegen sprechen, aufgrund von Wetter, Windverhältnissen oder auch einfach aufgrund der Sicherheit, solltet ihr natürlich immer darauf achten, dass ihr immer noch selbst verantwortlich seid. Außerdem ist außerhalb der ATZ, RMZ und TMZ Egelsbach besondere Vorsicht geboten. Wir haben nämlich das Problem, dass durch die Kanalisierung des Verkehrs sich auch kreuzende Strukturen bilden. Ein kleines Beispiel sehen wir jetzt hier. Wir haben einen Anflug, der von Tango in die Nordplatzrunde einfliegen möchte, weil wir Runway 08 haben. Er hätte somit nur die Anflugstrecke Delta zur Verfügung und Tango. Er hat sich in diesem Fall für die Strecke Tango entschieden. Auf der anderen Seite haben wir einen Abflug nach Norden. Dieser möchte die Echo-Strecke benutzen, und wie ihr sehen könnt,
werden sich beide Flugzeuge treffen, und zwar werden sie beide höchstwahrscheinlich in 1500 Fuß fliegen. Somit ist immer besondere Wachsamkeit nötig. Der Flugleiter wird euch normalerweise Verkehrsinformationen geben, aber manchmal ist der Traffic Load so hoch, dass er leider dazu keine Zeit hat. Hier ein weiteres Beispiel, wir haben einen Echo-Abflug und es gibt auch einfach Überflüge, die die Kontrollzone Frankfurt vermeiden und diese somit umfliegen möchten. Diese werden dann üblicherweise sehr eng an der Kontrollzone entlang fliegen, die sieht man tatsächlich sehr oft, und hier haben wir auch wieder das Gefahrenpotenzial, dass man sich hier in 1500 Fuß treffen wird. Nun möchten wir ein bisschen näher auf den Flugplatz und auf die Platzrunde kommen. Der Flugplatz Egelsbach hat nämlich zwei Platzrunden, eine Nordplatzrunde und eine Südplatzrunde. Die Nordplatzrunde ist die Platzrunde, welche üblicherweise genutzt wird, und die Südplatzrunde wird in Einzelfällen oder bei verschiedenen Geschwindigkeitsprofilen der Luftfahrzeuge genutzt. Dabei haben beide Platzrunden wesentliche Besonderheiten, wodurch sie relativ leicht zu erkennen sind. Die gemeinsame zuerst. Die Autobahn A5 im Westen des Flugplatzes ist nicht zu überfliegen. Hinter der Autobahn befindet sich nämlich die Kontrollzone Frankfurt mit dem Abflugbereich der Piste 1.8. Hierdurch wird der Abflug der Piste 08, Entschuldigung, hierdurch wird der Anflug der Piste 08 relativ kurz im Vergleich zu der Piste 2.6 mit ungefähr 2 nautischen Meilen im Endanflug. Die Nordplatzrunde führt an den Ortschaften Langen und Egelsbach vorbei, und da es sich um lärmsensitive Ortschaften hält, ist die genaue Einhaltung der Platzrunde selbstverständlich Pflicht. Da es hier jedoch ein Feld gibt, ist dies relativ einfach zu erkennen. Dabei schaut die Platzrunde exemplarisch so aus. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Hier die A5 klar zu erkennen und hier haben wir die beiden Felder zwischen Langen und Egelsbach. Das Ganze schaut nun so aus. Wir steigen, nachdem wir auf der 2.6 exemplarisch gestartet sind, bis auf 1300 Fuß, was die Platzrundenhöhe ist, wie wir hier sehen können, und fliegen spätestens bei der A5 in den Querabflug, drehen also nach rechts. Dann fliegen wir parallel zur Autobahn A5, die wir hier sehen können, bis wir auf der linken Seite, links von der A5, einen See sehen können. Hier, diesen Baggersee. Das ist der Punkt, wo wir in den Gegenanflug bzw. in den rechten Gegenanflug eindrehen können. Wenn wir hier eindrehen, befinden wir uns nun also im rechten Gegenanflug und sollten ziemlich klar ausgerichtet sein zwischen den Ortschaft Lang, welche sich hier befindet, und der Ortschaft Egelsbach, die wir hier sehen. An dieser Stelle, ungefähr hier, befindet sich dann der Flugplatz Egelsbach. Als kleine weitere visuelle Referenz hat man hier ein Schloss, welches man links von sich liegen lassen sollte. Wir fliegen nun ein bisschen weiter, befinden uns dann genau zwischen den Ortschaften Langen und Egelsbach. Und wie wir sehen, fliegen wir auf das südliche Zipfel von Langen zu. Hier als kleine visuelle Referenz. Es befinden sich Hochhäuser, die wir auch ganz leicht von uns liegen lassen. Und wenn wir jetzt nun ein bisschen nach schräg vorne rechts schauen, sehen wir eine leichte Lichtung mit einer kleinen Autobahnbrücke. Auf diese werden wir dann zufliegen. Bevor wir nun also das Hochhaus erreichen, bleiben wir klar von der Stadt Lang und drehen rechts ab auf diese Lichtung zu. Zu achten ist dabei, dass hier der Bereich von Egelsbach weiterhin umflogen wird. Nun müssen wir in den Queranflug drehen. Wir befinden uns nun ungefähr auf einem Kurs von 120 Grad. Jetzt müssen wir ungefähr auf 170 Grad drehen. Und wenn wir nun also, das ist die Aussicht, wenn wir jetzt nach rechts in den Queranflug schauen, sehen wir die Autobahn unter uns, die hier einen Rechtsbieger macht. Das ist der Bereich, den wir hier sehen.
und drehen, sobald wir die Autobahn überflogen haben, schön in den Queranflug. Damit ihr eine weitere visuelle Referenz habt, kann man sich hinten an den beiden markanten Bergen orientieren. Ihr seht hinten zwei kleine Berge, die herausschauen, die selbst bei relativ schlechter Sicht sehr gut erkennbar sind und könnt diese als Referenz nehmen, dass ihr einfach auf diese Berge zufliegt. Das ist nun der Blick auf den Enterflug und wie ihr klar erkennen könnt, ist hier die Piste und hier haben wir nun das Ende der Autobahn 661, wie wir hier auf der Platzrundenkarte sehen können. Ihr fliegt nun also hier entlang und sobald ihr ungefähr diesen Punkt erreicht habt, könnt ihr mit dem Sinkflug beginnen und das deckt sich dann auch ziemlich genau mit der Papi. Wir bleiben die ganze Zeit links von der Ortschaft Egelsbach und werden dieses Gewerbegebiet hier überfliegen. Wie ich vorhin bereits erzählt habe, ist darauf zu achten, dass der Endanflug auf der Piste 26 mit 2 Meilen tatsächlich relativ lang ist. Somit befindet sich das Sinkprofil komplett im Endanflug und beginnt ungefähr hier beim Knick der Autobahn 661. Bei der Piste 08 ist das Sinkprofil wesentlich kürzer. Hier muss bereits im Queranflug, wie bei sonst üblichen Platzrunden, mit dem Sinkflug begonnen werden. Dann ist darauf zu achten, dieses Dogleg, was wir bei Langen gesehen haben, wo wir rechts abgeknickt haben, dies gilt nur für die Platzrunde. Möchten wir die Ausflugstrecke Tango benutzen, fliegen wir geradeaus über die Ortschaft bzw. über den südlichen Zipfel der Ortschaft hindurch. Nun kommen wir ein bisschen zur Südplatzrunde. Diese ist eigentlich relativ einfach gestaltet, deswegen habe ich jetzt hier auch keine Fotos. Hier sehen wir die Ortschaften Erzhausen, Bayerseich und Wixhausen, die wirklich sehr klar zu erkennen sind. Wir bleiben klar von denen, bleiben natürlich auch wieder östlich der Autobahn und folgen hier einfach der Hochspannungsleitung. Der Hochspannungsleitung ist hier einfach zu folgen, wir lassen sie rechts von uns liegen, fliegen aber an dieser genau entlang und sobald wir klar von der Ortschaft sind, drehen wir links in den Queranflug ein. Bei der Piste 08 genauso einfach, bis zur Autobahn 661, drehen in den rechten Querabflug, folgen der Hochspannungsleitung bis zur Autobahn und können dann die Platzrunde sauber beenden. Also tatsächlich ist die Südplatzrunde wesentlich einfacher zu fliegen als die Nordplatzrunde, welche aber auch durch die Orte Langen und Egelsbach sehr einfach zu erkennen ist. Jetzt möchten wir ein bisschen über die An- und Abflugstrecken erzählen, das Besondere an dem Flugplatz Egelsbach. Nochmals Wiederholung, es wird keine Freigabe benötigt, ihr müsst dem Flugleiter nur die Strecke nennen, die ihr benutzen wollt. Ein konkretes Funkbeispiel werden wir später nochmal sehen. Mindestens 10 Minuten vor Erreichen des Flugplatzes müsst ihr euch beim Flugleiter melden. Das sind ca. 5 Minuten vor dem Beginn der Anflugstrecke. Und natürlich müsst ihr auch auf die Pistenkonfiguration beachten. Ihr werdet auch den Fall haben, dass ihr dem Flugleiter eine Piste nennt, aber die Piste hat sich zum Beispiel gedreht. Dann wird er euch sagen, die Anflugstrecke ist nicht nutzbar, da nun eine andere Runway in Use ist. Dann sucht ihr euch eine andere Strecke aus oder der Flugleiter wird euch eine andere Strecke empfehlen. Beginnen wir nun mit der Anflugstrecke Delta. Diese ist wirklich sehr leicht zu erkennen, denn der Beginn der Anflugstrecke Delta ist das Darmstädter Kreuz, welches sich westlich hier von der Stadt Darmstadt befindet. Auch als visuelle Referenz, direkt am Darmstädter Kreuz befindet sich ein kleiner, alter, ehemaliger Flugplatz, der Flugplatz Griesheim, der ebenfalls auf der Karte eingezeichnet ist und noch für wenige Zwecke genutzt werden kann, jedoch ist hier üblicherweise kein Platzrunden- oder Flugverkehr zu erwarten. Nun fliegt ihr die Autobahn entlang über das Gewerbegebiet, was ihr hier sehen könnt, bis zur Hochspannungsleitung hinten, wo ihr euren Anflug auf die Piste 08 beginnen könnt. Die Abflugstrecke lässt sich durch die Autobahn A5 ebenso leicht abfliegen. Hier muss nur darauf geachtet werden, dass ihr schnell an Höhe gewinnt, wenn ihr auf der Piste 08 abfliegt, da in diesem Bereich eine Hochspannungsleitung liegt,
die ihr auch hier auf der Karte eingezeichnet seht, hier das T. Das läuft hier nämlich entlang und wie ihr seht, befindet sich diese ungefähr in 600 bis 700 Fuß und diese muss dann eben schnell überflogen werden. Beim Anflug ist darauf zu achten, dass ihr rechts von der Autobahn bleibt. Beim Abflug bleibt ihr ebenfalls rechts von der Autobahn, bleibt aber ziemlich nah dran. Dies hat zwei Vorteile. Auf der einen Seite, dadurch, dass jeweils rechts geflogen wird, seid ihr doch eventuell gestaffelt, falls Gegenverkehr kommt, was nämlich vorkommen kann, da dies als Einflugstrecke für die Kontrollzone Frankfurt genutzt werden kann. Aber bleibt bitte nah da dran, da bereits hier die Kontrollzone Frankfurt beginnt und falls ihr dort einfliegt, könnte es relativ teuer werden. Weiter geht es mit der Anflugstrecke Kilo. Hier haben wir wieder die Stadt Darmstadt und neben der Stadt befinden sich zwei Lichtungen, welche sich aber nicht direkt an der Stadt befindet. Also ich meine nicht diese Lichtung, sondern diese hier. Hier ist der Beginn der Einflugstrecke Kilo und außerdem liegt diese direkt an der vierspurigen Bundesstraße, die B43 müsste das sein. Dadurch ist die Anflugstrecke auch relativ einfach zu erkennen und außerdem haben wir in dem Bereich hier Windräder, die auch hier auf der Karte in 1310 Fuß eingezeichnet sind und könnt diese sehr gut dadurch erkennen. Ihr folgt als Anflugstrecke dann einfach den Track 336 und fliegt dann ungefähr bis hierhin, wo der Enternflug beginnt und dreht dann rein in den Enternflug. Die Strecke Echo ist ebenfalls sehr einfach zu erkennen und liegt bei Eppertshausen, deswegen Echo. Man hat hier wieder eine vierspurig ausgebaute Bundesstraße als Referenz, welche eine markante Umfahrung um Eppertshausen durchführt. Von hier aus fliegt man wieder ungefähr ein Track 272, bis man dieses Bild sieht und man wieder das Ende der Autobahn 661 erkennt und in den Endeinflug zu Egelsbach eindrehen kann. So schaut das Ganze dann aus. Weiter geht es nun mit der Einflugstrecke Tango, welche bei Dietzenbach beginnt und die wohl am schwierigsten zu erkennende Ein- bzw. Ausflugstrecke ist für die Leute, die sich nicht am Flugplatz auskennen. Südlich von Dietzenbach, was dieser Ort hier ist, führt eine Straße mit einer Hochspannungsleitung in einen Wald mit klarer Kante zum Feld. Dies ist der Beginn der Strecke. Dies ist also hier die Straße und an dieser Straße führt eine Hochspannungsleitung entlang, die man leider in diesem Satellitenbild nicht allzu gut erkennen kann. Dies ist der Beginn der Strecke. Von hier aus fliegt man dann ungefähr einen Kurs von 240, bis man dieses Bild sieht. Man erkennt einen Wetterturm, den man rechts von sich liegen lässt. Und man erkennt hier auch sehr schön die Orte Langen und Egelsbach und hat somit wieder eine visuelle Referenz, wo man sich an der Platzrunde befindet. Nun fliegt man also rechts bzw. lässt den Turm rechts liegen und fliegt entlang und fliegt zwischen den Ortschaften in den Gegenanflug der Piste 08. Nun möchten wir ein exemplarisches Sprechfunkbeispiel für den Abflug durchspielen. Wir befinden uns nun an der Tankstelle und rufen Egelsbach Vorfeld auf der Frequenz 121,730. Egelsbach Vorfeld, Delta Echo India Bravo Golf. Delta Echo India Bravo Golf, Egelsbach Vorfeld. Delta Echo India Bravo Golf, Cessna 152, Position Tankstelle, 2 Personen, VFR nach Speyer über Delta, erbitte Abfluginformation. Delta Echo India Bravo Golf, Piste 26, QNH 1013. Wie ihr seht, Freigaben zum Rollen werden nicht benötigt, deswegen Acht auf Verkehr geben. Delta Echo India Bravo Golf, Piste 26, QNH 1013, muss natürlich zurückgelesen werden, da es sich um relevante Informationen handelt. Wenn ihr wissen wollt, welche Informationen ihr jeweils zurücklesen müsst, dazu gibt es auch ein Video, welches ich euch hier verlinke. Nun kommen wir weiter zum Sprechfunkbeispiel. Wir kündigen an, was wir nun also tun. Delta Echo India Bravo Golf rollt von der Tankstelle zum Rollhalt 26 über Alpha. Kriegen wir dazu eine Antwort? Nein,
es muss nicht sein. Der Flugleiter bzw. Egelsbach-Vorfeld könnte eventuell verstanden sagen, muss aber tatsächlich nicht. Wir rollen nun also zum Rollhalt und sobald wir da angekommen sind, wechseln wir selbstständig zum Infolotsen. Da der Infolotse uns bereits auch erwartet und um den Flug und um den Frequenzverkehr zu minimieren, könnt ihr direkt mit euren Intuitionen beim Flugleiter fortfahren. Wir rasten nun also die Frequenz Egelsbach Info 118,405. Nun sind wir also selbstständig zu Egelsbach Info gewechselt 118,405 und können nun Egelsbach Info rufen. Egelsbach Info, Delta Echo India Bravo Golf, dies ist der Teil des Einleitungsanrufs, Rollhalt 26, Abflug über Ausflugstrecke Delta. Delta Echo India Bravo Golf, Egelsbach Info, Verkehr Cessna 172 im kurzen Endteil, Piste 26. Delta Echo India Bravo Golf, Verkehr in Sicht, halte am Rollhalt 26. Dann gucken wir, dass der Verkehr landet. Und wichtig ist auch in diesem Fall, dass wir extra auch gesagt haben, Verkehr in Sicht, halte am Rollhalt 26. Das signalisiert dem Flugleiter, dass wir den Verkehr in Sicht haben und ihn auch tatsächlich abwarten. Und die Cessna, die gerade im Anflug ist, weiß, dass der Flieger, der am Rollhalt steht, auch tatsächlich da halten wird. Und er somit nicht mit einem Durchstartmanöver aufgrund von Verkehr rechnen muss. Delta Echo India Bravo Golf, rolle auf Piste 26 und starte. Delta Echo India Bravo Golf, Wind 260 Grad, 5 Knoten. Nun gehen wir also einfach auf die Piste wie üblich und starten. Nun fliegen wir die Abflugstrecke Delta ab. Wie gesagt, wir steigen bis auf maximal 1500 Fuß bis zur Autobahn und folgen dieser dann in südlicher Richtung. Wenn wir uns nun hier am Ende der Ausflugstrecke Delta befinden, werden wir dies wieder melden. Delta Echo India Bravo Golf am Ende der Ausflugstrecke Delta, 1500 Fuß, verlasse Frequenz. Delta Echo India Bravo Golf, verstanden. Und das war es tatsächlich auch schon. Ihr seht, ihr müsst tatsächlich gar nicht so viel funken. Ihr müsst bloß immer relevante Verkehrsinformationen geben, sobald ihr in der Platzrunde seid. Und es ist an sich kein Hexenwerk. Jetzt noch ein kleines Sprechfunkbeispiel für den Anflug. Jetzt fangen wir natürlich mit Egelsbach Info an, da wir fliegender Verkehr sind, deswegen melden wir uns auf der 118,405. Wir möchten über die Anflugstrecke Kilo einfliegen. Egelsbach Info, Delta Echo India Bravo Golf. Delta Echo India Bravo Golf, Egelsbach Info. Delta Echo India Bravo Golf, Cessna 152, 5 Minuten südlich Kilo, 2500 Fuß zur Landung. Ihr könnt auch sagen, südlich der Einflugstrecke Kilo zur Landung. Das ist natürlich ebenfalls möglich, da es eigentlich keine generellen Waypoints in diesem Falle gibt. Aber um den Funkverkehr ein bisschen zu verkürzen, hat es sich am Flugplatz etabliert, dass man einfach nur die Punkte sagt. Früher gab es tatsächlich Waypoints und daher wird dies auch wahrscheinlich herkommen. Delta Echo India Bravo Golf, Kilo verstanden, Piste 26, QNH 1013, Squawk 4441. Delta Echo India Bravo Golf, Piste 26, QNH 1013, Squawk 4441. Muss wieder zurückgelesen werden. Und sobald wir uns nun am Beginn der Einflugstrecke befinden, melden wir Delta Echo India Bravo Golf am Beginn der Einflugstrecke Kilo 1500 Fuß. So, nun geht es weiter. Wir befinden uns nun im Bereich der Platzrunde und werden dies nur melden. Delta Echo India Bravo Golf über der Hochspannungsleitung Verkehranflug Piste 26. Delta Echo India Bravo Golf Verkehr im langen Endanflug Piste 26 Cessna 172. Nun schauen wir, ob wir den Verkehr sehen oder nicht. Delta Echo India Bravo Golf Verkehr in Sicht Nummer 2 dahinter. In Egelsbach, dadurch, dass jetzt sehr viel geflogen wird, kann es auch tatsächlich sein, dass aus der Nordplatzrunde auch Verkehr kommt. Hier wird euch der Flugleiter meistens Tipps geben, wer Nummer 1 und wer Nummer 2 ist. Und hier gibt es nun schöne Möglichkeiten, einfach Richtung Osten auszuweichen und sich hinter den anderen Verkehr einzureihen. Natürlich geht das auch aus dem Norden und kann ebenfalls relativ einfach gemacht werden. Zu achten ist darauf jedoch bei der Piste 08 als kleiner Hint. Die Einflugstrecke Delta hat nämlich kaum Möglichkeiten, noch irgendwie den Endanflug zu verlängern, da hier bereits die Kontrollzone Frankfurt beginnt. Deswegen hat die Einflugstrecke Delta für die Piste 08 meistens Vorflug. Der Flieger, der sich
in der Nordplatzrunde für die Piste 08 befindet, hat dann noch die Möglichkeit, hier ein bisschen nach Norden auszuweichen und dann in den Queranflug einzudrehen. Wir melden uns nun also im Endanflug Delta Equinia Bravo Golf, Endanflug Piste 26. Wie gesagt, es ist immer wichtig, Verkehrs- bzw. Positionsangaben zu machen, damit sich der Flugleiter und andere Leute ein Bild von der Verkehrssituation machen können. Delta Equinia Bravo Golf, windstill. Nun landen wir am Flugplatz Egelsbach und sind abgerollt und werden nun unaufgefordert auf die Egelsbach Vorfeldfrequenz wechseln. Da steht auch tatsächlich dann ein Schild. 121,730. Egelsbach Vorfeld, Delta Equinia Bravo Golf, abgerollt Piste 26 zur Motorflugschule. Delta Equinia Bravo Golf, Egelsbach Vorfeld, verstanden, eine Landung. An vielen Flugplätzen wird das so gemacht, dass nach der Landung nochmal gesagt wird, wie viele Landungen man hat, falls man zum Beispiel mehrere Platzrunden gedreht hat, damit man das vergleichen kann und falls eventuell vergessen wurde, eine Landung zu zählen. Das war's auch schon von der Fliegerei am Flugplatz Egelsbach und wie ihr gesehen habt, ist das tatsächlich gar nicht so komplex, wie man auf den ersten Blick denkt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wieder hören. Bis dahin, viel Spaß und Happy Landings!